Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pathfinder. Wir sind auf der Suche nach dem Banditen. Bei der Dornenfurt gefunden haben wir Gegner. Na gut, die stecken ja wieder, hoffentlich. Zwischenzeitlich hat das mal nicht so gut geklappt. So, wo sind denn die Haaren? Uns angreifen. Okay. Ein Luftelementar haben wir hier und ein Erdelementar und noch ein Luftelementar. So, du stürmst mal hier hin. Du stürmst hier hin. Du sagst dem hier, dass er benommen ist. Und warte mal, du sagst dem hier, dass er. May I suggest another way to use this spell? Genau, ich passe den Spell. It's time to act. Und den. Can you make an epic pose? I need inspiration. Oh, da kommt noch einer. Hallo, kannst du hier nochmal? Oh, was macht der jetzt? Jetzt. Gut. Uiui, der hat sich ja ganz schön als schwierig erwiesen hier, der Freund. Kann man die nicht für die Elementare? Anscheinend nicht. So. Weiter geht's. Juhu. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Oh, die sind ja jetzt schon, ganz schön. Angeschlagen. Okay.
The end draws near. Grotus awaits us. Aboranus, certainly. Ich habe doch hier so einen kleinen Heilzauber, warte mal. I wrote it like I saw it. Plus 4, oh naja, das war ja nicht so der Banner. So, dann gehen wir ihnen gleich nochmal tanke. In due time. Can you make an epic pose? I need inspiration. So, einmal Sturmangriff 4 drauf. Einmal Sturmangriff 4 drauf. Gibst dem mal bitte eine Betäubung. Und du schepperst den mal weg hier. Oh, da ist noch mal einer. Ach du Scheiße. You deserved it. Any last wishes? So, what a waste. Oh, schau mal. Oh, ein schönes Schild. Ich glaube, der ist gut. Der Bogen ist auf jeden Fall fein. Und der ist richtig fein. Schild. Auch mal mit. Das ist nämlich... Auch mal mit. 50. Just letting the ink dry. So. Da haben wir doch eine Armbrust hier. Zwei bis zwölf, ne, der ist noch besser. Ja, die Rüstungsklasse des Trägers um 1.
Ja, dann mal anlegen hier, ne? So, fehlt noch was? Zweimal Perle. Jo, dann ab hier. I'm there. Das lass mal liegen. Fortfahren. Betreten. Vielleicht habe ich ja hier doch irgendwas übersehen. So. In due time, my search was not in vain. Okay, also hier ist auf jeden Fall noch ein steckter Gegenstand. Ja auch. Es ist Moos, jo. Oh, da ist nochmal ein Beutelchen. Schön. Ah, hier ist noch so ein Banditenversteck. Oh nee, du siehst einen großgewachsenen, breitschultrigen Mann mit entschlossener Miene, vorzeitig ergautem Haar. Alles an ihm, seine Haltung, seine Gesten, seine Sprechweise, strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich bin nicht hier, um deine Klagen oder deinen verrückten Plan anzuhören, Kressle. Wir können nicht gegen Restov kämpfen. Lass Charmandis Gesandten in Frieden und tu, was man dir sagt. Du hast vermutlich nicht mal dieses alte Haus nie gewarnt, das der Hirschkönig so sehr zu hassen scheint. Kressle. Will sich der Hirschkönig ewig im Nebel verstecken, raucht deine Bekannte wütend. Wenn wir nicht unsere Stärke beweisen, denken sie, dieses Land gehört ihnen. Wann machen wir endlich etwas, das sich lohnt? Wir können doch nicht immer nur diese rückgratlosen Dumpfköpfe bestehlen. Verdammt. Was habe ich denn jetzt gelesen? Halleluja. Der Mann wendet sich ihr gelassen zu. Ah, ihr müsst die Gäste aus Hörsthof sein. Nun, ich habe es schon immer bevorzugt, Probleme von Angesicht zu lösen. Ich bin Archios, Smor, die rechte Hand des Hirschkönigs. Wir sollten reden. Ja, ihn einfach so anzugreifen, werde ich relativ wenig Informationen bekommen, ne? Und wenn ich sage, ich will den Standort wissen, dann wird er sagen, kannst du mal meinen Schuh aufblasen. Deswegen frage ich ihn mal, was er mit mir besprechen will. Ich bin sicher, ihr habt viele Geschichten über den Hirschkönig und seine Leute gehört. Vermutlich haltet ihr uns für fleischfressende Verrückte. Aber ich versichere euch, wir sind nichts dergleichen. Wir wollen letztlich dasselbe wie euer Auftraggeber. Die Herrschaft über dieses Land und das Recht von allen, die hier leben und arbeiten, Steuern einzutreiben. Die Raublande sind kein Teil von Brevoy, egal was die Leute denken. Mein Kommandeur hat ebenso ein Anrecht auf dieses Land wie Charmandi Aldori. Ich
hatte Kresslers Leuten verboten, die Besitzer des Handelspostens zu belästigen. Sie haben immer pünktlich bezahlt und brav gearbeitet. Jedenfalls, bis ihr hier aufgetaucht seid und alles durcheinander gebracht habt. Aber abgesehen davon, muss das hier wirklich gewaltsam enden? Restoff ist zu weit weg, um dieses Gefilde effektiv zu kontrollieren. Und ich will keinen meiner Leute verlieren. Also bitte, vergesst den Hirschkönig und zieht friedlich ab. Einer davon könnte einer meiner Werten sein. Also eigentlich bin ich ja für Rechtschaffen gut. Aber ich würde hier das hier probieren. Netter Versuch, aber nein, euer Charme und der Geist der grimmigen Kamandi wird nicht reichen, um mich zum Verräter zu machen. Lebt wohl und bitte denkt an meine Worte. Irgendetwas an deinen Worten scheint Kressel beeindruckt zu haben. Sie runzelt die Stirn und spuckt dann aus. Schön, ich werde nicht den Hals aufschlitzen, fürs Erste jedenfalls. Aber ich werde auch nicht vor einem Emporkömmling aus Röstorf buckeln. Warum wollt ihr Frieden schließen? Seid ihr von Natur aus freundlich oder hat euch Svetlana eingeflüstert? Meine Motive sind meine Sache. Schön, wie ihr meint. Aber wenn ihr kein Blut vergießen wollt, werdet ihr in den Raublanden nicht lange überleben. Also schön. Hör zu, der Hirschkönig verbringt den Großteil seiner Zeit damit, sich zu besaufen. Er hat keine Ahnung, was um ihn herum geschieht. Wenn er auf die Beleidigungen einer Gaunerin aus Rösthoff, und genau das ist Jamendi, nicht reagiert, dann habt ihr recht. Dann haben wir uns tatsächlich für den falschen Anführer entschieden. Also nur zu. Tut, was immer ihr tun müsst. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber helfen werde ich euch auch nicht. Und hier gibt das Svetlana. Die Banditin legt einen Ring in die Hand und geht weg. Svetlanas Ehering. Das alte Graber konnten. Süße Pfannkuchen. Oh ja. Du siehst einen dunkelhaarigen Mann von etwa 45 Jahren. Bei ihm die Falten in seinem Gesicht auf den ersten Blick wirken lassen, als wäre er schon 60. Seinen gefesselten Händen nachzuurteilen, ist er ein Gefangener. Er geht leicht gebeugt und wild angesichts des Lichtes, während er seine Lippen bewegt, als würde er mit Unsichtbaren sprechen. Als er dich bemerkt, hebt er ruckartig den Kopf. Erastil, das ist auch wieder so eine Gottheit, auch bekannt als Altes Todesauge und der Hirschgott,
bist einer der ältesten Menschengötter, der in der Region der inneren Seen noch heute verehrt wird und für Familien, Landwirte, Jagd und Handel steht. Im Zeitalter der Schöpfung gehört Erastil zu den Göttern, die gegen Rowaguk kämpften. Als dieser Golarion vernichten wollte und ihn schließlich im Totengewölbe im Kern des Planeten einsperrten. Seine Religion reicht zurück bis in die Zeit vor dem Zeitalter der Finsternis. Als kleine Bauerngemeinden Jäger und Sammler zu ihm bitten, um eine reiche Ernte und erfolgreiche Jagdbeute zu erbitten. Der Legende zufolge stellt das alte Todauge selbst ersten Bogen her und schenkte ihn den Menschen, damit sie die Herausforderungen der Welt meistern konnten. Trotz aller Errungenschaften der Zivilisation steht Erastil nach wie vor für die einfachen Freuden, die das Leben zu bieten hat. Ah ja. Erastil, sei gepriesen. Endlich hat jemand diese Schurken verjagt. Danke, Fremder. Ich heiße J. Kafken. Ich bin ein Priester von Erastil und stamme aus Galt. Die Banditen haben mich angegriffen, als ich den Fluss hören wollte. Sie sagten, sie wollen mich zu ihrem Anführer bringen und zwingen, ihre Wunden zu heilen. Nie im Leben. Die Stärke, die Erastil mir geschenkt hat, ist dazu bestimmt, ehrlichen Leuten zu helfen, nicht Räubern. Ja, ich lasse ihn erstmal frei. Vor sich hin und hat sich, ach, in welchen Zeiten leben wir nur, dass uns der Anblick eines ehrlichen Mannes ebenso überrascht wie ein Manticore vor einem Gemüsestand. Danke für eure Hilfe. Ich habe meinen Vorrat an Gebeten aufgebraucht, aber ich revanchiere mich gerne später, wenn meine Kraft wiederhergestellt ist. Kommt zu mir, wenn ihr geheilt oder gesegnet werden wollt. Ich fürchte, ein alter Narr wie ich ist der Mission, die Erastil mir aufgetragen hat, allein nicht gewachsen. Wie kann ich nach dem Tempel suchen, wenn die Banditen entgegen keinen einzigen Schritt machen lassen? Ich gehe zu Oleg Handelsposten, um zu überlegen, wie weit er vorgehen soll. Bitte, Reisender, wenn ihr zufällig die Ruinen des Tempels Elchs findet, sagt dem alten Jod Bescheid. Meine Dankbarkeit wird grenzenlos sein. Ja, die haben wir schon gefunden. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Fleisch. Emital. So, okay.
von einer alten Hütte. Ich würde jetzt mal Richtung diesen Tempel gehen. Ja, 7 Uhr morgens, da kann man sich schon mal ausruhen. Auf der Straße ist jemand. Mach dich bereit. Ja. Servus. Wer bist du? Was willst du hier? Das, wenn ich gerade erschöpft bin, oder? Na toll. Warum? Serves you right. So, ach, der hat schon wieder keinen Tank da. This is where I stand. More strength fades. Schöner Bogen. Grotus awaits us. Schöner Bogen. So. So, weiter geht's mit der Ruhepause hier. Can you make up a legend about me? A short one, at least. About you? Huh? A short one? But your feats would be enough for 2 heroic epics, with plenty left over for a saga. Ah ja.
So, da. Das doch gleich. Crap, 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 crap. Okay. Ach, hier oben ist die verlassene Hütte. Ah. Wie viele Tage habe ich noch Zeit? Können wir dann 70 Tage... Monster. Magier der Technik. Okay. Eine Gruppe schwer bewaffneter Kämpfer nähert sich. Einer von ihnen erhebt das Wort und deutet auf dich. Hey, ihr da. Keinen Schritt weiter. Kalana, wie wär's mit dem da? Wäre er in Ordnung? Die Anführerin der Gruppe mustert dich mit ihrem kalten, wachsamen Augen. Der da? Ich denke schon. Aber mir gefällt seine Nase nicht. Sie mustert deine Gefährten, sorgfältig, aber gleichgültig, als würde sie Waren auf einem Markt prüfen. Hört zu, ihr Landstreicher, wir sind von der Technikliga. Unser Sklave ist gestorben und wir brauchen Ersatz. Einer von euch wird uns begleiten, der Rest kann machen, was er will. Und versucht nicht, euch zu widersetzen, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch alle töten. Entscheidet nun, wer mit uns gehen wird. Ist die Technik. Ja, wir schaffen das nicht. Was sollen wir tun? Ich frage jetzt erstmal, was die Technikliga ist. Eine sehr ernsthafte Organisation aus Numeria. Numeria war einst eine aufstrebende Macht, die ihr Nachbar unter ihrem Banner vereinen wollten. Aber ihre Führung ist zu befallen. Heute existiert hier Barbarei und Wissenschaft Seite an Seite. Technomaten aus ganz Kularien stürmen Wrack eines abgestürzten Raumschiffs aus einer fernen Welt, um die Technologien unter dieser außerweltlichen zu erkunden. Während sie gleichzeitig primitive Barbarenstämme an uralten Traditionen klammern, jede Technologie zugunsten ihrer eigenen körperlichen Fähigkeiten kriegerischen Grundhaltung verabscheuen. Es handelt sich um eine Nation, der einige wenige Namen des technologischen Fortschritts und der Weiterentwicklung der Zivilisation als Disput und Tyrannen herrschen, ihre eigene Macht fortgesetzt, Regentschaften über das Wohlbefinden ihrer Bürger stellen. Ja. Hm.
Ja, zu der Liga will ich auch mal hin. Leute, mit denen man sich besser nicht anlegt. Das gilt übrigens auch für dumme Fragen. Tja, aber ich verhandle nicht mit Sklaventreibern. Großer Fehler. Okay. Ich ertrage es nicht, lasst mich, dann kommt und der Heim ist jetzt down. Kann sie wohl wirklich nicht. Ja? Nee, der Harem ist oben. Amira. Amiri. Down gegangen. Ja, aber das sind halt noch 1, 2, 3, 4. Das komische, was sie herbeigezaubert haben. Komm, wir kämpfen jetzt erstmal. Ein schwerer Fehler. Okay. Gott. Die haben noch nicht mal angekratzt hier unten. Alter Schwede. Ja, krass. Also gut, den Caster müssen wir auf jeden Fall wegbashen. Ja, fortfahren. Fortfahren. Ich reiße. So, also du erstmal. Stürmst den hier an, ja, und dann betäubst du den hier. Haust auf den hier und du.
Boah, Alter. Meine Gruppe leidet unter schweren Belastungen. Ja, krasse Scheiße. Oh, was war das denn? Die heimtückischen Schergen der Technikliche sind der geheimnisvollen Hauptlande verschwunden. Aber nicht lange. Wir werden sie bald haben. Doch zunächst müssen wir die Spur. Sucht nach den Zeichen oder zu den entführten Gefährten für das haben können. Suchen, versuchen wieder jemanden, der diese Leute gesehen hat. Versucht länger nach deiner Vereinfachung und Arbeit zu. Nach Zeichen. Ich würde Wahrnehmung nehmen, da ist nämlich Wahrnehmungswurf erfolgreich. Es lebe die Kunst der Spionage. Unweit der Stelle der Entführten fanden wir ein bekanntes Zeichen, das von unseren Werten stammen musste. Und etwas weiter lag ein Kleidungsfetzen, der offensichtlich abgerissen wurde. Da wir jetzt wussten, in welche Richtung wir suchen mussten, versuchten wir jemanden zu finden, der diese Abstandleute gesehen hat. Suchten wir nicht länger nach einer Vereinfachung, sondern folgten der Spur. Wir folgen der Spur. Bereits geschrieben sind die Hauptlande ein einziges Geheimnis mitten im Gicht. War einem ausgesprochen Schergen der bedrohlichen Technik, die wir erinnern uns auch noch heimtückisch sind, nutzen die Besonderheiten der Landschaft, um die zu bewegen. Wir wanderten lange im Wald herum. Wir kamen in einem Sumpf nasse Füße, wurden von wilden Himbeeren zerkratzt. Aber am Ende fanden wir ihr Lager doch. Lager der Technikliga wurde enthüllt. Ja, und da darf ich jetzt einmarschieren, oder was? Und die klopfen mich jetzt, oder wie ist? Resting would be nice, don't you think? Ah ja, hier ist das Lager der Technikliga. So, ja, die. Ach Gott, ich bin viel zu lange schon. Die Ruhepause machen wir jetzt noch schnell. Ach so, das halt ist dein Jäger. Ja, wen lasse ich denn jagen? Ja, dann muss der hier wagen.
So, da wir schon viel zu lange hin, viel zu lange spielen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.